was machen wir mit Piraten? Schniedeln, stark behaarten Piraten, schniedeln, riesigen, buschigen Piraten, schniedeln, jeden Tag rasieren. Sandweiche Piraten, Schniedel, nie irrigierte Piraten, Schniedel, immer spritzbereite Piraten, Schniedel, rasieren wir jeden Morgen. Ich hab Schmerzen. Was? Was? Musst du irgendwie zum Zahnarzt? Anscheinend. Was war? Also, Kreis, können wir damit aufhören? Können wir damit aufhören, dass du solche Zettel schreibst, wo du mich zwingst, solche Aussagen zu betätigen? Ich brauche noch ein paar Planken. Bau dir mal Schaufeln oder so. Ich hab Schaufel. Ach so, ich muss mir nur eine basteln. Ich geh jetzt buddeln, du. Wird schon wieder fast dunkel. Ja, dann buddeln wir im Dunkeln. Im Dunkeln buddeln. Weißt du, dass es staatlich Probleme bringen könnte? Ach Quatsch, wir sind hier in Freiheit. Freiheit? Du hast wohl wieder Flüssiglack gesoffen. Ich kratze mal den fest. Den reib ich mir in die Nase. Ja, den hack ich klein und dann sniff ich ihn, Alter. Wir haben einen Code erst, ne? Wir haben einen Code gefunden. Da, ich hab noch einen. Ein Detto. Hast noch einen Detto-Code? Wir brauchen drei Dettos, ne? Drei Dettos, ja. Hier ist doch noch eine Pfütze, hier sind noch zwei Dinger. Hier oben ist aber auch noch richtig werden. Detto, ne? Dann guck mal hier, wo Detto-Betto ist. Dettos Beppo. Dettos Beppo? Der alte Beppo. Der alte Beppo. Beppo. Beppos alte Knödel. Oh, hier. Da ist auch noch eine Hapu. Hast du was gefunden? Na, nee. Hapuna da oben. Hapuna, Hapuna Matata. Dazu brauchst du aber einen Kohlendioxidkanister. Sonst kannst du nicht Hapuna Matata. Den Kohlendioxidkanister kriegen wir, wenn wir das Wasser im Container stellen. Da ist irgendwas drin, wahrscheinlich Kohlendioxid. Nein. Kokodioxid. Kokodioxid. Wir haben Sportbogen gefunden. Ist so gut, da können wir sportlich aktivieren hier. Ja, war doch noch irgendwo eine Schaufel. Jetzt sind die alle weg, oder was? Ich dachte, du hast Schaufeln. Die ist zerbrochen. Wer hart arbeitet, dem bricht auch mal das Gerät. Ja, mir ist auch das Gerät gebrochen, aber ich habe halt noch ein zweites. Alter, die Käfer, ne? Die wollen mich lunsen. Die Käfer sind richtig böse, ja. So, hier war nix. Onkel Beppo, sein Code. Oben wahrscheinlich. Hier ist nochmal ein bisschen Beppo. Hier ist auch noch ein Beppo, ja. Ja, hier ist so ein Beppo. Und hier drüben ist richtig dick Beppo. Wo ist dick Beppo? Hier ist Beppo. Warte. Ahena Beppo oder was? Ahenisch Beppo. 5-9, wir können auch die letzte Zahl eigentlich erbeppen. Nee, wir brauchen ja die drei Dinger, da stand doch drei Teile benötigt oder so, stand das da nicht dabei? Ach so, du kannst ja gar nichts eingeben, sondern das ist so automatisch. Hier drüben ist auch noch so eine ganze Beppo-Ecke. Bei mir ist aber jetzt gleich auch die... Hab ne Beppo. Wieder. Ja. Aber wir machen dann Feierabend, ne? Ist eh 30 ja. Grad, Alter. 38 Grad sind hier, ja. Wo ist Beppo? Hier drüben, wo ich bin. Graf Beppo. In der Nähe vom Graf Beppo-Haus. Beppo-Bugs machen mich aber gerade ganz schön fertig, du. Dass du hier aber auch nur entweder Beppo findest oder Code, ne? Ja, ich stech mal hier in Beppo. Jedes Mal, wenn wir Beppo sagen, kurz zu trinken. Ich bin morgen der... Beppo. Ich bin Beppo. Alter, das ist aber echt fies. Guck mal, wie viele Beppo-Haufen hier noch sind. Ja, krass. Und meine... Ja, jetzt ist meine Schaufel wieder kaputt. Ja, meine Schaufel ist auch gleich wieder Beppo. Hier steht eine rum. Wie geil. Ja, hier liegen ab und zu welche rum. Steht hier zufällig eine Schaufel am Rand. Alter, ich bin fast selber Beppo. Die zwicken mich. Die haben mich gezwickelt. Guck dir das mal an, wie viele Haufen hier sind. Großmutter, die zwicken mich. Ich bin nicht zwicken. Ich bin voll mit Beppo. Ich bin voll mit Beppolade. Eine ordentliche Beppolade. Und das war's, meine Schaufel ist wieder gebäppelt. Dann brauchst du einen Beppokolada. Ich hab was. Echt? Reicht das denn jetzt nicht hier, so drei Beppos? Wir brauchten drei Teile von Beppos Code, oder nicht? Ja, wir haben jetzt auch drei Beppo. Ja. Ja, hab hier drüben reingebäppelt. Oh, da waren Überresten-Süppchen. Und Glas. Und eine Coin. Oh, guck mal hier. Atombombe. Eine große Beppo-Bombe. Ruckensack. Alter, große Ruckensäcken, aber wir haben nicht mal kleinen Ruckensäcken. Eine Harpun?
Ja, aber guck mal jetzt. Ich dachte, wir kriegen noch einen Schlüssel für den. Gibt's hier irgendwas? Irgendeinen Generator oder sowas? Traumfänger hier drüben? Frauenfänger? Charles Frauenfänger, ja. Okay, hier ist nichts. Wie kriegen wir denn hier Strom auf den Beppo? Wie bekommen wir Saft auf den Beppo? Weiß Lass mal nicht. Schlafen gehen erstmal, oder? Ja, ja, ja. Erstmal eine Runde beppeln. So, jetzt haben wir uns erholt. So. Willkommen im Heiß Industries Erholungslager. Catholic and Theologic. Im Zwangserholungslager. Warte mal, Catholic and Theologic. Und dann. Moment mal, wir haben doch hier. Ach so, wir können doch gar nicht den Rucksack lernen, weil wir noch nicht den normalen Rucksack haben. Ach so. Heiß Industries Catholic and Theologic Channel. Hitcatch. Kitcatch. Kitcatch. Aber wir können auch. Wir können aber auch noch nicht hier Dinger lernen. Harpu. Wieso Harpun haben wir eingesammelt? Ach, nur eingesammelt. Ach, das ist ein bestes Gegenstand. Ja. Ich dachte, wir könnten nämlich jetzt harponieren. Harpunsen. Harpunsel, Harpunsel. Lass deinen dicken Stab herunter. Lass mal deinen Funsel runter. Lass mal deinen Funsel runter. Okay, wo kriegen wir Strom? Das Gebäude hier. Aber da müssen wir irgendwie oben rum. Ja, wie kommen wir da oben rein? Ich geh mal tauchen. Unten? Nee, da ist nichts. Wir brauchen noch einen Key. Wir brauchen noch einen Key. Ja, wir haben doch einen Key. Was ist denn mit dem einen Key? Wir brauchen noch einen zweiten, weil irgendwo stand zwei... Ja, Gefängnis-Key brauchen wir. Ja, nee, wir brauchen zwei Kit-Catch-Keys. Oder nicht? Einen Kit-Catch-Key hatten wir gefunden. Einen Kit-Catcher haben wir, ja. Und den zweiten Kitsch-Kitsch-Ki brauchen wir auch für... Hier drüben ist das Gefängnis. Ja, und da ich schätze mal, das kriegen wir als letztes. Und hier brauchen wir anderen Seite zwei Zugangsschlüssel. Ja, um da reinzukommen, brauchen wir zwei Zugangsschlüssel. Das heißt, wir müssen noch einen Zugangsschlüssel finden. Aber guck mal, wir haben jetzt die Harpune. Aber den Gascontainer nicht. Also für das... Aber ist das Gebäude mit Strom, das mit zwei Zugangsschlüsseln? Es ist zumindest ein großes Gebäude, ja, ich glaube schon. Ja, aber wo? Wir haben jetzt das Rätsel der Häufchen gelöst. Denkst du, da ist irgendwo noch im Haufen was drin? Was neben Code auch... Nee, das muss irgendwas mit dem Strom sein, weil guck mal, wir haben ja jetzt diese Generatoren schon mal angekickt. Die haben Saft drauf, du! Was denn jetzt los? Wieso haben die Saft drauf? Jo, hier sehe ich Strom. Hier schmatzelt's bei dem einen. Hanoi. Hier ist Strom drauf. What? Hä, oh, der hat Saft. Der hintere. Stimmt, da spratzelt es hoch. Warte mal, was ist das denn hier? Kannst du an den Kran? Der Strom spratzelt hier rüber zu dem Gebäude, oder nicht? Ja, Moment, ich guck, dass ich jetzt mal eine Spratzelroute leg. Der spratzelt zu dem Gebäude, aber spratzelt da hier, dann spratzelt's hier hin. Nehmen wir mal, der spratzelt weiter. Der spratzelt hier hin. Hier, ah, zu dem... das muss da drüben irgendwie noch hin. Bist denn du? Ja, hier spratzelt's hin. Ich brauche Kisten, mein Freund. Kannst du bitte diese Kisten da drüben hier drauf stapeln und mir eine Leiter da hoch machen? Aber da ist doch kein Strom, oder? Doch, da oben. Das ist ein Ding. Ich kann's dann da übers Haus rüberleiten. Nimm die Kisten doch hinter dir. Andere. Du bist auf das Gebäude. Nein, ich muss hier hoch. Der Strom endet. Ich hab das Kabel in der Hand. Ja, ja, aber du musst doch dann, wenn der Strom in dem Gebäude endet, muss er doch von hier aus... Ja, ich kann's doch hier rüberziehen, ich hab doch das Kabel in der Hand. Ich hab das Stromkabel von hinten geholt und will es da oben reinstecken. Ja, ich brauche jetzt eine Leiter hier hoch. Nimm die Kisten da drüben, ich kann nämlich nichts aufheben und setz sie hier, dass ich da hoch kann.
aber das geht ja auch nicht. Ja doch, unten hin, aber so. Geht das von einer noch auf drei? Noch eins. Ja, dann musst du von zwei auf vier, dann brauche ich noch eine. Ah, hier irgendwo liegt ja noch eine rum. Warte, so. Boah. Ja. Uiuiuiui, Glitchedoodle. So, so, so. Und jetzt ist das drin. Ja, jetzt ist es drin. Jetzt geht's dann hier runter. Da waren wir schon dran an dem Gebäude. Guck mal, hier kann man auch runter. Ich habe noch ein Kabel gefunden. Hat der Generator Strom da hinten? Ja, ja, der hat jetzt Strom. So, also müssen wir das Pumpenrätsel lösen. Jetzt pumpt die Pumpe auch. Pulsiert richtig. Das Throbben. Gefällt dir, ne? Die throbbt richtig ab, ey. Boah, geil, die throbbt. Wie die throbbt, ey. Meine Mutter hat auch so eine Fropperin gehabt. Okay, spritzt jetzt. Müssen wir auch noch das Throb-Rätsel throbbeln. Ja, jetzt musst du das Throbber-Rätsel throbbeln. Jetzt spritzt es dahin. Es muss da drüben, aus drüben spritzen. Es geht schon mal außen, geht schon mal nicht, weil hier ja. Ist am Ausgang nichts. Haben beide was? Muss mal gucken. Ich kann das halt beim Drehen schlecht ja, sehen. Ja, 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 jetzt haben beide. So. Jetzt muss das da unten dann, muss hier und hin. Hier connected ist. Es muss hier auch connected sein. Hat das was? Nee. Warte, ja, jetzt? Nee. Jetzt? Nee, also es ist nicht richtig aufeinander. Jetzt? Jetzt ja, aber jetzt kommt's von hier. Also in der Mitte jetzt drehen noch. Warte. Musst du die Mitte drehen mit dem Knick. Den Knick brauchst du. Der da links von dir ist der Knick, der muss rechts von dir sein dann. Nee, weiter. Moment, hier ist hier, es jetzt? Warte. Weiter. Ja, genau. Genau, und jetzt pulsiert er. Ja, hier Wasser und jetzt müssen wir zum nächsten hin. Boah, wie viele Haufen hier noch sind, ne? Ja. So, warte, du musst auf der einen Seite gucken, ich dreh wieder. So, Ausgang hat, Eingang hat auch, ja. Passiert was? Warte mal, vielleicht musst du dann, nee. Muss der jetzt, nee, auch nicht, das kann's auch nicht sein. Der hier? Was? Nee. Der hier? Ich sehe gerade nicht genau. Warte, der muss auf jeden Fall rein. Dann, du musst ja jetzt eine Verbindung haben, die direkt von hier. Nach da geht's. Nach da geht. Das ist ja nicht so weit. Das hier vielleicht? Nee, hier muss ja auch verbunden sein. Guck mal, du musst gucken. Warte mal. Das muss. Moment. Nee. Nee, sag ich ja, du musst einen anderen hinmachen. Ja, das muss Nee, es geht beides nicht. Musst einen haben, doch. Jetzt hast du es verdreht außen. Nein, das geht auch nicht. Es gibt kein passendes Gegenstück. Ach so, ja, jetzt aber, hier. Oder? Ja, jetzt vielleicht. Warte mal, jetzt geht es hier hin, aber geht da wieder raus. Jetzt musst du von außen in die Mitte kommen und dann wieder rauskommen. Jetzt komme ich hier rein, aber. Hier habe ich keine Verbindung. Es muss ja beides, jetzt muss hier eine Verbindung auch entstehen. Ah, jetzt, Moment, und jetzt. Genau, jetzt in der Mitte noch connecten. Ja. Ja. It was the riddle of the night. The night. Da lang? Oh yeah. Ja, hier. Und der nächste. Ist das der letzte oder haben wir noch einen? Das ist der letzte, ja. Drei Stück hatten wir, glaube ich. Also, hier wird ja schon gepumpt. Schauen wir mal. So rein und raus haben eine Verbindung jetzt auf jeden Fall. Ja, warte. Hier geht's rein, hier rum. Ja. Pumpt's? Ja. Pumpt. Und jetzt können wir die Oxygen holen. Die Kartusche. Kann man damit high werden? Ja, oder? Ja. Und damit haben wir das Spiel durchgespielt. Endlich haben die Helden eine Dröhnung. Endlich haben die Helden eine Dröhnung. Darum ging es die ganze Zeit. Das war das wahre Ende von Raft. Das muss batschen.
Das war jetzt hier irgendwo ganz oben, ne? Ach, und damit müssen wir wahrscheinlich zu einem der X'e hinschießen. Und da müssen wir Criss-Cross-mäßig darüber sliden. Da müssen wir Criss-Crossen, ja. Ja, dann müsste das... Ui. Alter. Alter. Harpuno-Mann. Das ist ja schon heftig, du. Warte, ich komme! Wow. Ah, Zugangsschlüssel gefunden. Aber mir ist ja nicht, nur so ein alter Gammelschlüssel, der nach Mayo riecht. Hier ist voll viel zu essen. Alter Mayonnaise-Schlüssel. Schönes Kokosnusshähnchen. Kann man den Fahrstuhl vielleicht irgendwie... Aber guck mal, jetzt können wir hier hin. Hier ist eine Glasscheibe im Weg. Ach so, wenn man ganz nah dran steht. Wie ein Vogel, ey. Boop, boop. Wenn man ganz nah dran steht, sieht man das halt nicht. Whee! Expert Zippnaut habe ich bekommen als Erfolg. Und jetzt können wir rein, oder nicht? Whoop. Ich bin Zipponaut offiziell. Ich habe ein Zipp-Sternchen. Alter, Zippity-Star? Jetzt geht's nach oben. Die Musik läuft noch, ne? Apokalypse ist durch. Aber ja klar, natürlich. Noch. So ein Fahrstuhl-Bugelow ist wichtig. Was? Was war das? Ich weiß nicht, hier, du hast Gewichte getauscht irgendwie. Okay, war das richtig? War das richtig und wichtig, oder? Alter, guck mal hier. Benötigt Hamre hier oben. Alter. Wo bist du jetzt hin? Hier, Jump'n'Run. Ja, aber hier oben brauchst du ein Hamre. Ja, vielleicht müssen wir den Hamre halt holen. Wow, wow, ich bin auf dem Teil irgendwie... Oh Gott! Ah, das war die Leiter, wenn man runterfällt. Wo hätte ich den Hebel nicht gezogen, wäre das jetzt echt unangenehm. Dann hättest du nochmal zurückgemusst. Hast du einen Hamre? Nee, ich hab keinen Hamre. Alter, hier Jump'n'Run, Alter. Jump'n'Run? Jump'n'Run. Ist jetzt ins Netz gefallen. Jump'n'Run. Oh. Nein, da musst du hier drüber Uran oder hä, wo geht's denn rum? An der Seite kannst du dich da. Oh, ins Netz gefallen. Nee, entgegengesetzt quasi. Über den Zaun hüpfen. Ach so. So, aber aufpassen, hier ist Hamruan. Vorsicht, Hamruan! Einfach so lange springen, bis man quasi drüber glitscht. Das ist der Trick. Bis man Hamruan ist. Bis man Hamruan. Oh Gott. Oh Mann, das ist ja voll. Bist schon durch, ne? Nee. Jetzt. Hamuran. Das Ducken dauert immer so lange. Was? Oh. Das war richtig schwierig. Und da ist nochmal so ein kleines Ding. Ein Trödel. Trödeltrupp. Oma Gertis alter Trödeltrupp. Jetzt wird's echt dunkel, ey, der Trödeltrupp. Er kommt dir nicht mehr her, du. Hamuran! 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 Hamuran-san! Hamuran-san! Warum? Spring doch! Gib's nicht, die Stelle ist richtig mies. Was, ich bin doch geduckt! Boah. Oh, Hamuran-san! Na, da war noch einer an der Kante, wenn du durch bist! Wie fies ist das denn? Hamuran-san! Gott, es sind 38 Grad! Wenn die Aufnahme entsteht, vielleicht ist jetzt bei euch... Nein, bei mir, ich habe rausgeguckt, ist Schnee. Wann guckst du denn das Video? Dezember 2023. Lüg doch nicht, ich hab gerade das Fenster geguckt. 2023. Regnet Asche gerade, laber doch nicht. Kaltasche. Oh nein. Boah, da musst du das alles nochmal machen. Was, echt? Guck, ich bin da ganz hinten da runtergefallen. Oh nee. Und dann bin ich hier, du. Warum hasst das Spiel uns so sehr? Weil Hamuran, ne? Hamuran macht Kinder froh.
Crackraucherin mach ich durch Po. Dann siehst Nein! Du, kriegst du keinen Lippenschmand. Wenn du aussehen willst wie so ein Gottschalk. Haribo Kindercrack. Wenn du dir auch 40 Jahre lang nicht die Haare schneiden willst, Haribo Kindercrack. Nur echt. Mit echt 42 Steinen. Nur echt mit 42 Steinen. Ich baller mir ein paar Rocks rein. Street Rocks. Oh Mann. Nein, auch der letzte immer an dieser Kante, da musst du irgendwie so durchslide-dudeln. Das ist richtig ätzend, wenn ich jemals da durchkomme, was hat man sich dabei Hamuran. Gedacht? Hamuran, du. Du musst Hamuran lobpreisen und sein Gesicht küssen und seine Liebe spüren. Ah, was habe ich denn hier gefunden? Ein Metallspeer. Wow, super. Sex Maniore, guck mal hier. Was ist das hier? Erdbeer Colada. Da trinke ich doch mal noch einen von hier, dann trinke ich doch mal hier meinen... Oh! Nein! Mein Ananas-Juice, wo muss ich denn jetzt hin? Ah, hier! Alter, ich fliege durch die Gegend, du! Ich bin am Ziel angekommen. Mama, muss ich hier ins Netz springen oder muss ich ja hoch? Du musst immer hoch. Okay. Ich hab einen Hamuran gefunden. Der Gülden, ne? Ja. Da musst du im Stehen mit sprinten und rüber, ja. Und dann entgegengesetzt da, über die Kisten geduckt und wieder, ne? Blub, blub. Nee, es war... Ha! Ausgedrückst. Also, aber jetzt kommst du nicht weiter, oder? Ah, da komme ich nicht rüber, ne? Nee, du musst entgegengesetzt. Fies. Nein! Oh nein! Also Mama, irgendwas kannst du hier runterlassen. Zieh mal den Hebel. Ah, hier. Komme ich damit hoch? Da kommt was. Hä? Was ist passiert? Hier, das so ein Ding hat ja benötigt Zahnrad. Kannst du nochmal irgendwie daran ziehen? Alter, der Hamuran Express. Der Hamuran Express fährt dann darüber. Aber da kommst du nicht hin, oder? Keine Ahnung, aber hier brauchen wir ein Zahnrad, ja. Ich glaube, wir müssen jetzt eh wieder. Ah, guck mal, hier geht's noch weiter, oder? Jetzt bist du ja hier oben. Nee, hier geht's nicht weiter. Hier lag der Hamuran auf der Theke. Ja dann, machen wir weiter in der nächsten Folge. Wie gesagt, es ist sehr heiß. Bis zum nächsten Mal. Das ist keine Ausrede, seid immer so dumm. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschö.